Hallo, hier spricht wieder euer Remora. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge meines XCOM 2 Playthroughs auf dem Schwierigkeitsgrad Legende Iron Man. Heute haben wir eine große Mission vor uns. Wir werden die Koordinaten, die uns das Codex-Hirn gegeben hat, angreifen. 175 Vorräte können wir gewinnen, das ist jetzt aber eher nebensächlich. Was wird uns erwarten? 19 Gegner, Berserker, Schildträger, schwerer Mech, Elite-Soldat, einige Crystallits und Codex. Also das geht eigentlich. Nichtsdestotrotz bringen wir für so eine wichtige Mission unser komplettes A-Team mit. Ich glaube, es sind auch alle wieder zurück. Jupp, sind alle zurück. Das heißt auch Ilaria, die jetzt Leader ist. Mal schauen, ob wir ihre ganzen Leader-Fähigkeiten hier irgendwie zum Einsatz bringen können. Sam, Ed. Wir brauchen auf jeden Fall Brienne wegen den Crystallits. Wir bringen auch Wyman mit. Einen Scharfschützen wollen wir auf jeden Fall haben. Jetzt ist die Frage, wen nehmen wir noch? Es wird jetzt entweder Euron oder es wird Ygritte werden. Ich weiß nicht, ob wir wirklich zwei Grenadiere unbedingt brauchen. Deswegen probieren wir es mal mit Ygritte. Gut, das passt hier. Die beiden sind schon mal gut ausgerüstet. Für Ygritte, die kriegt hier Giftgeschosse an der Stelle. Was nimmt sie hier noch mit? Oh, sie kann nur die Plasmagranate nehmen. Achso, wir müssen vielleicht mal schauen. Halt, erst einmal die Ausrüstungsgegenstände freigeben. Dann kann da vielleicht noch mehr rausspringen. Ed kriegt mal Suchgeschosse. Und jetzt können wir dann bei ihr das Imitationsgerät mitbringen. Genau, sehr schön. Jetzt, wo ist Ilaria? Die haben wir schon lange nicht mehr dabei gehabt. Sie war jetzt lange im Leader-Training. Und sie kriegt natürlich den Schädelstecker und hier die Blendgranate. Wo ist sie? Da unten ist sie. Okay. Gut. Dann Blue Screen Rounds möchte ich auch noch zweite dabei haben. Also das ist vollkommen okay. Und hier müssen wir jetzt mal schauen. Hier hätte ich gern einmal zumindest eine EMP-Bomb dabei, weil eine brauchen wir. Ist meine Meinung. Und hier unten eine Säurebombe, ich denke, das ist, okay, Vipern kommen keine, das ist, glaube ich, denke ich, so okay. Jetzt schauen wir nochmal hier, die Suchgeschosse ist das einzige, was hätten wir sonst noch? Krallengeschosse und Munition, naja, behalten wir. Lass mal so, wie es ist. Und eine Sache, glaube ich, wollte ich noch machen, genau, bei Wyman. Letztes Mal ist noch was gedroppt, eine Waffenverbesserung, er hat nämlich nur plus 5 Zielsicherheit und wir haben plus 10 Zielsicherheit bekommen. Das ist das hier. Das ersetzen wir mal. Vielleicht schauen wir noch eine Sache bei Sam. Was hat der momentan für eine Waffenverbesserung in Crit mit dabei? Der hat plus 10 Crit. Okay, mehr haben wir glaube ich nicht. Dann ist das okay. Und dann starten wir in die Mission. Viel Glück, Team. Shen und Teigen konnten diesem Codex-Ding in der Schattenkammer diese Koordinaten abbringen. Wir vermuten, dass es sich hierbei um seinen Ursprungsort handelt, aber wissen es nicht genau. Nach dem Kampf, den uns dieses Ding geliefert hat, ist vor Ort sicher mit schwerem Widerstand zu rechnen. Viel Glück! Firebrand bringt uns in die Wildnis in Neu-Indonesien. Operation Stiller Falke und wir sollen dieses Codex-Hirn bzw. seine Koordinaten untersuchen und wir wissen nicht genau, was eigentlich passiert. Und alle Feinde neutralisieren, auf die wir treffen. Also die 19 und kann er schon mal verraten, es kommt noch einer dazu, also 20. Minus 1,5, die Zielkoordinaten liegen direkt voraus. Untersuchen Sie das Gebiet. Feindpräsenz aktuell unbekannt, aber rechnen Sie mit dem Schlimmsten. We're in concealment. Gut. Wir wissen erstmal nicht, wo wir hin müssen.
Wir sind concealed und endlich mal wieder, wir haben keinen Timer. Ich glaube, es ist jetzt vier Missionen hintereinander mit Timer gewesen. Und ihr seht schon was. Ui, das ist aber schon mal gleich mal eine heftige Gruppe. Heavy Mac, Berserker und Shieldbearer war es, genau. Confirmed. Moving to designated coordinates. Je vais vers la position. Good copy. Moving on target. Jawohl. Gut, ganz langsames Vorgehen, wir haben Zeit. Jedenfalls sind wir schon mal hier ganz hinten an der Map. Also werden wir uns wohl in die Richtung der Gruppe fortbewegen müssen. Dann, wo gehen die hin? Die kommen auch schon mal in unsere Oh, die gehen sogar nach oben. Auch der Heavy Mac. Sehr schön. Jetzt bin ich mir gerade am Fragen, wollen wir da wirklich gleich mit einer Granate in unserer einzigen, die wir dabei haben, starten. Aber wäre vielleicht eine gute Idee, vor allem, weil die oben stehen und dadurch zusätzlichen Schaden kriegen, wenn sie nach unten durchplumpsen. Ich glaube, das machen wir. Na, dauert aber lang, bis wir die Steuerung wieder zurückkriegen. Ja, jetzt haben wir sie. So, wo ist denn Ed? Ed ist hier. Den werden wir da auch nicht großartig wegbewegen, sondern die Säurebombe gleich mal hochschmeißen. Alle drei treffen, die werden alle drei durchfallen, zusätzlichen Schaden kriegen. So starten wir. Nein, sie fallen nicht durch. Okay. Aber sie werden jetzt dann zumindest in unsere Richtung kommen. Auf jeden Fall mal der Berserker. Oder der läuft auch mal gerne irgendwie beim ersten Schritt erstmal weg. Nein, der nicht. Und er oben ist in Deckung gegangen. Okay, also den Berserker wollen wir auf jeden Fall loswerden, die Runde. Und oben den Heavy Mac wollen wir loswerden. Beim Berserker sehe ich überhaupt kein Problem. Oh, Stecher, Bonusaktion, sehr schön. Da würde ich vorschlagen, dass er auf... Okay, ah, das überlegen wir uns noch. Moment. Schauen wir erst einmal, was hätten wir denn? Wo ist denn Wyman? Ah, hier war er schon. Wyman, siehst du da oben den Heavy Mac? Oh, der sieht den Heavy Mac gar nicht, das ist schlecht. Da müssen wir den Heavy Mac vielleicht doch anders ausschalten. Müssen wir doch mit Ed vielleicht drauf gehen. Sehr schön. Overwatch weg von dem Heavy Mac. Und ich gehe mal davon aus, er hat auch nicht mehr allzu viel Leben. Wie hat er denn noch genau? 5. Also jeder von uns könnte den jetzt zerlegen. Das ist Good News. Fangen wir auch mal gleich damit an. 100% Brienne Heavy Mac down. Als nächstes bringen wir den Berserker runter. Der hat aber noch 12 Leben. Da brauchen wir. Jetzt müssen wir mal schauen. Okay, erst Wyman sieht den. Und geht da auch voll drauf. Wow, kritisch mit der Pistole für 7. Sehr schön. Jetzt hat er noch 5, den kann also jeder töten. Und der hat 6, den kann aber auch. Ja, schauen wir mal, wer da so. Ach, wir können ja noch bewegen, gell? Den können wir ja noch flanken. Wunderbar. Wyman, du darfst den Berserker kaputt machen. Gut, dann geht es nur noch der. Geht uns nur noch unerbittlich. Okay, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Und dann schicken wir Ilaria hier rüber für den Kill. Sehr schön. Erste Gruppe, die war mal dankbar. Dafür haben wir aber auch natürlich auch unsere einzige Granate verbraucht, die wir haben. Noch 16 Gegner. Nehmen wir mal gleich den Loot auf. Wieder Tier 2 Sachen. Ich hätte gern Tier 3 Sachen.
Sam kann noch ein bisschen scouten, der ist noch verborgen. Sehr gut. Und mit unerbittlich bringen wir Wyman noch hier hinter für Cover. Und gehen wir erst einmal in Overwatch. Wir hören noch was klappern. Das hat sich nochmal so ein bisschen wie ein Mac angehört. Okay, jetzt können wir noch nicht hoch leider. Da müssen wir noch warten, weil das wird dann sicherlich noch eine Position, wo wir die hinstellen werden, unsere Scharfschützen. Aber da müssen wir jetzt noch 1-2 Runden warten, bis sich das weggewabbert hat. So, sagen wir mal. Oh, okay, wir sind auch rechts. Das heißt, wir müssen uns definitiv in die Richtung bewegen. Gut. Erst einmal keine Gegner in Sicht. Je suis parti. Moving to position. Okay, die lassen wir so. Und Feuerschutz alle. Also es hört sich ja wie mechanisch an und das einzige mechanische, das es uns genannt hat, waren die Heavy Max. Okay, jetzt kann sein, dass wir jetzt plötzlich da oben sowieso nichts mehr zum draufstehen haben, weil nämlich das ganze Gebäude, das ganze Dach eingestürzt ist. Vielleicht auch auf der linken Seite zumindest noch. Okay. Okay. Wo könnte sich denn Wyman hingrappeln momentan? Eigentlich nirgends wirklich. Ja, da oben doch. Kann er da schon irgendwas entdecken? Nö. Gut, gehen wir mal noch nicht so weit. Gut, da bleibt er erstmal. Dann Ygritte muss per Fuß dahin ziehen. Die kann nicht die High Road nehmen. Und dann ziehen wir den Rest nach. Ja, die Treppe hier, die bringt nicht mehr viel. Gut. Reicht es auch schon wieder für die Runde. Ah, hier können wir mal nachladen, der hat schon einiges verbraucht. Ed, ja genau, hat ja noch extra Aktion, also konnte zweimal schießen in der Runde. Beim Rest ist es noch nicht notwendig. Auf geht's. Okay, von da kommt der Gegner oder die nächste Gruppe. Sam schaut mal weiter, ob er jetzt schon was entdecken kann. Immer noch nicht. Immer noch nicht. So, die da oben ziehen wir mal noch nicht, dass wir was aufdecken. Wie gesagt, wir haben die Zeit der Welt. Ich hoffe, ihr auch. Da gehen wir ganz langsam vor. Okay, da kommt was. Aha, ein Kristallit. Schön, Ygritte hat ihn schon mal die Hälfte seines Lebens abgenommen. Und dann hoffe ich mal, dass Wyman trifft, weil sonst haben wir hier ein kleines Problem. Wir haben ein kleines Problem. Was jetzt passiert? Ist er durchgefallen? Kann das sein? Ist der jetzt gerade nach unten durchgefallen? Wow. Wow, 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 Freunde. 4 Codex. Auch kritischer Treffer. Wächter, Wächter, sehr schön. Der zweite Schuss leider drüber. Brienne. Kritisch. Nochmal Wächter, auch bei ihr Wächter. Ja, das geht ja mal recht gut los hier. Er teilt sich, aber er hatte glaube ich nur noch 2 Leben, also das heißt, wir werden nur einen sehen, oder? Der andere müsste dann weggehen. Okay, so, jetzt erstmal kurz nochmal checken, was sind unsere Gegner. Wir haben hier einen Crystallit, der tatsächlich irgendwie durchgefallen ist. Der ist hier hochgesprungen und dann nach unten durchgefallen. Okay, akzeptiere ich.
So, Blendgranate für diesen ganzen Codex-Mischmasch, den wir hier haben. Also die zwei sind ja einfach. Und die, glaube ich, da oben, die haben wir noch gar nicht aufgedeckt. Das heißt, es reicht... Ah, die sieht nur Sam. Okay. Es reicht uns also vollkommen, wenn wir diese Codexe abschießen. Schauen wir mal. Kann er mit blitzschnellen Händen... Er sieht nur den da unten, was aber ganz gut wäre, wenn er ihn ausschalten könnte mit den blitzschnellen Händen. Muss halt mehr wie die drei treffen. Schade. Na, jetzt schauen wir mal, ob da drüben vielleicht irgendwo... Ah, das gehen wir nicht. Dann gehen wir lieber auf den. 87%, das hört sich für mich vernünftiger. Trifft auch. Down. Der hätte den Codex auch so erlegt mit den 13 Schaden. Schauen wir erstmal Ygritte an. Kann Ygritte auf den da unten schießen? Kann sie. Also erste Aktion, die umsonst ist bei ihr als Pistolero. So, der ist down. Sonst sieht sie tatsächlich nichts. Das heißt, sie geht auf Overwatch erstmal. So, jetzt haben wir noch den einen, der ein Leben hat. Der Rest geht dann auf Overwatch. Und mir wäre es natürlich am allerliebsten, er würde es erlegen. Weil dann kann ich die anderen beiden wieder in Overwatch und möglicherweise wieder in Wächter schicken. Sehr schön, Pat. Eine Sorge abgenommen. Hostile terminated. Gut, und dann geht der Rest. Wenn wir hier hinziehen, machen wir die dann auf. Ich hoffe es nicht. Gut. Und dann kann nämlich auch Ilaria noch ein paar Schritte nach vorne gehen, um einfach die Trefferwahrscheinlichkeit noch zu erhöhen. Naja, das könnte zu weit vorne sein. Machen wir mal lieber nur hier. Gut, dann geht ihr zwei bitte in Overwatch und macht dasselbe wie vorher. Und Wyman kann gar nichts machen, der bleibt einfach sitzen. Okay, da kommt ein nächster Kristallit. Oder auch nicht, wir haben ihn erstmal nur gesehen. Aber kommt, das ist jetzt nicht sicher. Aber was kommen wir jetzt in die beiden Codex? Und jetzt haben wir sie encountered. Auf geht's. Wuhu, 12. Schön. Ygritte, Wächter. Nein, aber Ilaria trifft. Und auch Ygritte schießt nochmal. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir noch den einen übrig. Wir müssen teilweise aber sogar schon jetzt nachladen. Was super ist, 100% mit Bluescreen Rounds. Das heißt, der Codex könnte weg sein, wenn er sich teilt. Bleibt er nur einer, also er teilt sich nicht. Aber brauchen wir gar nicht mehr diskutieren drüber. Down. Nice. Okay. Nach vorne möchte ich ehrlich gesagt nicht ziehen. Dann lassen wir Ygritte auch mal hier rüber ziehen. Ja, und der Rest, der wird jetzt einmal schwer nachladen müssen. Also hier habe ich schon gesehen. Haben wir ja kostenloses Nachladen bei Brienne. Also bisher ist es hervorragend gelaufen. Ich glaube, das kann man so. Ich glaube, das kann man so sagen. Oha, da ist ein Heavy Mech 2 normale Truppergruppe. Okay, gut, dass er versteckt ist. Dann werden wir den Rest aber auch nicht großartig ziehen. Maximal bis daher, denn da sahen wir sie noch nicht. So, wir müssen wir sonst noch nachladen. Moving to position. Si, tu lo dices. Passt. Oben vielleicht ist dann nachladen schon notwendig. Nö. Nope. Erstmal alle auf Feuerschutz. Kommen in unsere Richtung, wird es gleich einen Overwatch-Schuss triggern. Erstmal schaut es nicht danach aus. Der Mech geht weit weg. Doch, jetzt gerade im letzten Schritt anscheinend haben sie uns noch entdeckt. Wyman mit der Pistole auf dem Mech, sehr schön, Bluescreen Rounds. Guter Treffer. Head. Vorbei. Jetzt kommen wieder unsere Overwatch-Ladies.
Ja, aber war doch schon wieder ein guter Start. Also für mich war das ein hervorragender Start. Also den Mac kriegen wir sowieso down. Da gibt es überhaupt keine Frage nicht. Es geht eher um die anderen. Hier hinten haben wir 79% und den anderen sieht er komischerweise gar nicht. Wo ist denn der? Der ist da hinten. Ygritte sieht auch nur die beiden. Der da hinten hat sich irgendwie super versteckt anscheinend. Machen wir erster Schuss auf den da hinten. Jawohl, Treffer. Und gleich für 7. Da kann Ygritte gleich weitermachen. Schau mal, vielleicht kannst du ihn komplett alleine abfertigen. Du hast 3 Schuss auf ihn. Sehr schön, down. Nailed him. Nailed him, yep. So, passt. Und Wyman, der macht den Mac down und zwar mit der Pistole tatsächlich. Verbraucht man keine Moon. It's dead. It has to be dead. It is dead. Also Wyman ist so ein bisschen so ein Weicher, habe ich das Gefühl. Jetzt haben wir noch den da hinten. Aha, von hier sehen wir ihn zumindest teilweise. Nur die oben haben wir nicht gesehen. Ed kann eh nichts machen die Runde. Das heißt, er geht erstmal sauber auf Feuerschutz. Und die einzige, die den da hinten sieht, scheint Ilaria zu sein und natürlich er hier. Das heißt, wenn wir ihn ins Freie stellen, kriegt er einen sauberen Schuss. Jetzt schauen wir mal, wenn wir eine andere Gruppe aufmachen, dann ziehen wir ihn sofort wieder zurück. Weil das werden wir ganz sicher nicht machen, ansonsten goodbye, my friend. Target neutralized. I've been spotted. Sehr schön. Und wieder zurück. So, hier können wir auf jeden Fall jetzt nachladen. Und jetzt muss ich mal anfangen zu zählen. Ich habe nämlich heute meinen Block vergessen. Also wir hatten erst eine Gruppe mit 3, dann hatten wir die 4 Codex. Jetzt hat man wieder eine Gruppe mit 3. Das sind also 10 Gegner plus den Crystalid sind 11 Gegner. Das heißt, wir haben nur noch 8 Gegner auf der Map. Es ging jetzt, um ehrlich zu sein, verdammt fix hier. Gut. Und sehr, sehr problemlos. Da noch 8 Gegner auf der Map und einen Crystalid wissen wir noch, der hat sich vorher schon mal gezeigt gehabt. So. Jetzt scouten wir mal mit Brienne vor, weil die kommt nämlich bis zu dem Baum. Und hat auch irgendwas. Aha, die hat wahrscheinlich den Crystalid jetzt getroffen, deswegen die Musik. Aber nichts passiert. Ich frage mich gerade, wo wir eigentlich überhaupt hin müssen. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Haufen Overwatch, aber das wäre sowieso der Plan gewesen. Gut, gehen wir wieder eine Runde. Wo müssen wir nachladen? Jo, wir werden auf Wyman nachladen. Er kann sowieso aufgrund dessen, weil er sich gezogen hat, nur mit der Pistole. So, ne, dadurch nehmen wir ihm das natürlich weg. Okay, 5 Overwatch-Schüsse reichen für den Crystalid. Da ist er auch schon. Ah, okay, und jetzt weiß ich auch, wo wir hinlaufen müssen. Seht ihr es? Gerade aus vorne haben wir was gesehen. Das heißt, wir müssen einfach nur geradeaus. Passt. Noch 7 Gegner. Wir hören wieder Crystalid. Bewegung. Die könnte jetzt auch mal aufhören. Das nervt. Okay. Dann bringen wir Ed ins Freie. On your order. Heading to that location. Und hier gehen wir jetzt mit einer ganz neuen Mission um. Oder eine Strategie um. Wir setzen alle ins Overwatch. Come,
und gehen dann mit brennenden Schritt nach vorne, weil wenn sie nämlich in unserer Runde jetzt einen Crystallid aufmacht, kriegen die anderen alle Overwatch-Schüsse drauf. Und die Crystallids können ja in unserer Runde angreifen. Deswegen mache ich dann immer diese Strategie. Aber wir haben nichts gesehen. Und ne, wir laden noch nicht nach. Erst wenn wir wirklich auf Null sind. Okay, nix. Dann fangen wir wieder an, den Rest zu ziehen. Hier oben bleiben sowieso stehen. Ed bis hierher, Sam bis hierher. Und dann wieder Ygritte, die den Schritt nach vorne wagt, nachdem wir alle anderen in Overwatch gesetzt haben. Hier haben wir schön Full Cover. Schickt man sie mal da rein. Okay, wir haben irgendwas aufgemacht. Nein, wir haben noch nichts aufgemacht, was gut ist. Aber es ist wahrscheinlich wieder die Musik für einen Crystallid, den wir jetzt gleich erwischen werden. Nein? Doch nicht. Getäuscht. Dann geht Ellaria mal hier hin. Nix. Dann haben wir hier Ed. Sam. Da, wie weit sind wir denn jetzt schon dran? Oh, wir sind schon sehr nah dran. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen mit dem Ziehen. Dass wir es nicht übertreiben. Da ja weiß, was uns erwartet. Ja, lieber jetzt in wirklich sehr kleinen Schritten gehen. Ah, okay, da ist einer, sehr gut. Richtige Strategie gefahren, wir kriegen 5 Overwatch-Schüsse. Da sollte der doch down sein, oder? Aber nicht mit Wyman, der vorbeischießt. Da haben wir aber noch genug. Ed, komm, auf geht's. Down he goes. Okay, noch 6 Gegner. Ich hab schon gesehen, die da oben sind jetzt in der Zwischenzeit vielleicht ein bisschen weit weg. Deswegen nutzen wir mal eine Runde. Warum kann er nicht sich bewegen? Ich glaube, wir haben irgendwie noch nicht die Kontrolle über das Spiel zurückbekommen. Jetzt. Ach so, sie hat sich bewegt und wir haben den aufgedeckt. So war's. Okay. Dann Feuerschutz. Genau. So, jetzt ziehen wir aber die erstmal nach und der Rest bleibt sitzen. Wie wir schon gesehen haben, Wyman hatte nur noch, ich glaube, so 60% Schuss auf den Crystallid aus der Position, aus der er da stand. Der Rest bleibt die Runde einfach sitzen und lädt nach und hat den Overwatch führen, falls uns noch ein Crystallid überfällt. Schon mal ready. Ja, wir laden einfach nach, wir haben jetzt gerade die Möglichkeit. Dafür auch bei ihr, laden wir jetzt mal das Kostenlose nach. Und bei ihm kommen auch noch nachladen. Wunderbar. So. Also ich hoffe, ich habe es noch richtig im Kopf. Jetzt müssen noch 6 Crystallids oder 5 Crystallids noch kriegen. Und da oben haben wir auch schon den nächsten. Kommt der irgendwie in unsere Richtung? Erstmal nicht. Ich finde die Position ja hier schon mal hervorragend. Außer jetzt die von Ygritte. Die alle hier haben. Also Brienne, du bist irgendwie unser Super Scout gerade. Overwatch all of us. Und kleiner Schritt wieder. Jupp, da ist er. So, sollten wir wieder 5 Overwatch haben. Jetzt gleich mal super reingehauen, passt. Das heißt, der geht auf jeden Fall down. Sehr schön. Diesmal bin ich nicht verwirrt. Oh, von links ist irgendwas, ne? Von links zeigt sich aber auch irgendwas. Das ist links. Wir wissen es noch nicht, wir haben es noch nicht gesehen. Es ist auch ein Crystallid. Den wir leider nicht treffen. Und vorne sehen wir ein Crystallid. Okay, den müssen wir jetzt irgendwie erlegen, weil sonst, glaube ich, kriegen wir Schaden. Okay, das wird wohl schwierig, wenn den zu erlegen.
auch vorbei. Jo, und kritisch in Brienne rein. Jetzt kommt der. Hoffentlich legt uns der jetzt Brienne nicht. Gott sei Dank nicht. Boah, das war arschknapp, Freunde. Das war arschknapp. Okay, jetzt müssen wir die natürlich down machen. Was jetzt das geringe Problem eigentlich sein sollte. Und Brienne muss sich hochheilen. So, Ygritte. Pistolen-Lady. Mach erstmal den down, vielleicht. Jawohl. Falsch. Und der nächste Crystallid. Du kommst am Schluss dran. Oh, Wyman sieht nichts. Auch Ilaria sieht nichts. Prozent Chance. Er ist noch nicht down, aber er hat maximal nur zwei Leben, ja, zwei Leben, genau. Okay. So, jetzt werden wir Wyman. Oder wir sind einfach Sam nach vorne, soll Sam hier sich drum kümmern. Gut, down. So, jetzt müssten es irgendwie noch zwei oder so sein, vielleicht. Wyman ziehen wir noch um einen Schritt nach. Bleibt da. Wyman ziehen wir um einen nach rechts, damit er alles besser sieht. Oder um zwei nach rechts, so vielleicht. Okay, passt. So, jetzt schauen wir mal. Hier kann man auf jeden Fall jetzt hochheilen. Ist klar. Aber da sieht man mal, was passiert, wenn zwei Crystallids auf den. Hätte man noch nicht die sehr gute. Heilung gehabt, dann hätte man jetzt richtig alt ausgeschaut. Und was machen wir auch noch? Wir gehen jetzt mal aufs Hilfsprotokoll bei ihr. Da hat sie nämlich einen Overwatch-Schuss da vorne. Sonst irgendwas? Ne. Overwatch. Und bei ihm bewegen wir natürlich nimmer jetzt. Das ist zu gefährlich. Wir müssen jetzt. Das ist jetzt echt bitter, weil ich habe nicht mitgezählt. Aber es müssten so zwei Crystallids vielleicht noch übrig sein? Zwei oder drei? Irgendwie habe ich das Ding verloren. Den Count verloren. Wie im Baseball. Wenn der Schiedsrichter nicht mehr weiß, wie es steht. Gut, alle mal eine Runde Overwatch zum. Mhm. So, jetzt fangen wir mal an, hier etwas großzügiger nachzuziehen. Haben wir ja schon gesehen, es passiert nichts. Jetzt passiert irgendwas. Au, ich habe das Gate aufgemacht an der Position. Ich weiß ja nicht, was genau wir hier haben, aber das sieht doch vielversprechend aus. Das ist nicht derselbe Riss, den der Codex benutzt hat. Das Ding könnte überall hinführen. Vielleicht nicht mal zur Erde. Wir sollten auch das wohl besser zur weiteren Untersuchung zum Schiff bringen. Und da ist er, der Gatekeeper. Wir kennen ihn ja schon seit der letzten Folge. Ed, du bist der Mann mit der EMP-Bomb. Die haben wir extra genau für das Teil hier mitgenommen. Pfeffern wir mal gleich rein. Kritisch getroffen für 14, sauber. Und für zwei Runden betäubt. Naja, also einfacher kann er es uns nicht machen. Einfacher kann er das Teil jetzt nicht machen. Was wir auch noch gleich machen werden, jetzt da pfeffern wir mal die Sachen alle noch rein. Achso, Schredderkanone. Trifft nicht Sam, gut. Irgendwie trifft Sam nicht. Haben wir die rein. Haben wir dem nämlich einiges an Armor abgenommen. Und Wyman natürlich mit seinen Blue Screen Rounds geht nochmal richtig ab. 8 Schaden. So, wie viel hat er noch?
Wie viel hat das Teil noch? Ein Leben, gut, das macht dann Ilaria. Zu Ende. Mit dem Gefechtsprotokoll. Gut, den Torwächter haben wir recht einfach ausgeschaltet, um ehrlich zu sein. Ich glaube aber, dass uns noch irgendwo zwei, drei Kristallits blühen. Jo, die müssen wir jetzt leider suchen gehen. Und das ist jetzt so blöd. Wenn er uns wenigstens irgendwie andeuten würde, wo die wären. Aber normalerweise sind die entweder hier links hinten oder hier rechts hinten. Aber es ist jetzt nur mal eine Vermutung. Ed hat seinen Schutz, sein Cover weggenommen. Geh ja mal hier hin. Mal hier eigentlich irgendwo High Cover. Nee. Nachher schon, wenn wir ein bisschen näher kommen noch. Und machen wir so und wieder eine Runde Overwatch. Also bis jetzt muss ich sagen, sind wir da super durchgekommen in der Mission. Dass wir da mal Crystallits abkriegen, das ist halt normal bei so vielen. Zeig uns wenigstens mal an, wo es ungefähr ist. Ah, da sind zwei, drei Stück, das sind die letzten drei. Okay, letzte Gruppe. Hier sofort angreifen wird. Jetzt hoffe ich, dass wir da zumindest ein bisschen was treffen. Und zerlegen. Okay. Oh, leider vorbei. Leute, da erwarte ich mir mehr. Okay, ein Crystallit ist down. Anscheinend können sie ja nicht mehr weiterlaufen. Gut. Dann sind die Toast. Oh, gestreift sogar nur. Gehen wir so hohe Crit-Chance, wie es noch irgendwie geht. Dann versuchen wir mal den ersten hier gleich komplett wegzupusten. Aber es gelingt nicht, aber der ist ziemlich weit runter. Erstmal auf den Hintern, 100% Chance. Werden wir auch nicht töten, aber den auch runterbringen. 7, sehr schön. So, was haben wir jetzt noch? 3 und 5, glaube ich, war das jetzt noch. Und jetzt setzen wir doch mal erstmal blitzschnelle Hände ein. Zwar auf den. Dann Konfrontation. Bigrid darf auf jeden Gegner einmal schießen. Und das könnte reichen, um die beiden jetzt down zu kriegen. Der erste ist down. Der zweite ist down. Sehr schön, Bigrid. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feindkontakte im Einsatzgebiet wurden eliminiert. Das Tor ist gesichert. Status bestätigt. Commander, wir haben das psionische Tor gesichert und Bergungsteams sind auf dem Weg. Jetzt müssten Taigen und Shen herausfinden, wofür das Ding genutzt wird. Ausgezeichnete Mission. Nur Brienne hat mal zwei Crystallits, aber auch gleichzeitig sich eingefangen. Das hätte auch einen Tod bedeuten können. Aber war es Gott sei Dank nicht, ansonsten war die Mission tatsächlich total easy. Wir haben noch nicht mal ein Imitationsgerät gebraucht. Stimmt. Das hätte man eventuell, wo wir nicht sicher waren, wann die Crystallits kommen, mal nach vorne schmeißen können, um vielleicht welche aufzudecken. Naja, gut. Aber, ne, also Team war eine super Aktion, wenn man das beste Team dabei hat, da geht natürlich einiges.
Nach so einem Einsatz ist die Moral so hoch wie nie. Gute Arbeit, Commander. Aber immerhin 14 Tage Ausfall für Brienne und eine Beförderung auf Wyman. Schön. Was haben wir denn da? Ruhige Hand. Entdeckung? Achso, da müssen wir in Deckung gehen. Das wollen wir aber eigentlich nicht. Wenn du nicht bewegt hast, dann hältst du bloß 10. Das ist natürlich sehr gut, weil wir bewegen uns nicht zu oft mit Wyman. Das ist die Fähigkeit, die ihr kriegt. Ruhige Hand. So, 14 Tage. Wir haben das psionische Tor bekommen. Das Alien-Artefakt, das wir im Einsatz geborgen haben, sieht aus wie eine Art Portal oder Tor. Wir gehen davon aus, dass es den Aliens eine Möglichkeit zur Überwindung großer Entfernungen bietet. Vielleicht sogar über die Grenzen unserer Welt hinaus. Aber es wird eine Weile dauern, bis wir die Funktion dieses Tors wirklich verstehen. Die hat noch eine Fähigkeit, eine Leader-Fähigkeit von Ilaria reingekickt. Wir haben 12 Legierungen und Elerium-Kristalle nebenbei gesammelt. Weil immer wenn wir was töten, kriegen wir nämlich was. Das ist eine ihrer Leader-Fähigkeiten. Torwächter-Autopsie haben wir jetzt bekommen. Nach dem, was ihr Team im Einsatz gesehen hat, ist klar, dass die Aliens mit diesem psionischen Tor weit reisen können. Sie müssen nicht nur herausfinden, wie es funktioniert, sondern auch wohin genau dieses Tor führt. Genau. Was hier jetzt passiert, ist tatsächlich, dass sich der Avatar-Fortschritt jetzt um 4 reduziert und wir 224 Vorrechte bekommen. Neues Ziel hinzugefügt. Und eine neue Quest, untersuche das psionische Tor. Für eine Analyse des von uns geborgenen psionischen Tors müssen wir zunächst die dafür notwendigen Modifikationen an der Schattenkammer vornehmen, Commander. Das machen wir gleich als allererstes. Das heißt, wir müssen die Schattenkammer jetzt verbessern. Das kostet uns 200 Vorräte und das müssen wir machen, damit wir da weiterkommen. Gut. Schattenkammer verbessert. Commander, unsere Energiesysteme arbeiten am Limit und haben keine freien Kapazitäten mehr, sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. Wir müssen sie aber auch nicht mehr weiter ausbauen, schön. Wir sind am Limit. So, wir haben die Schattenkammer verbessert. Somit kriegen wir jetzt dann hier auch dann neue Projekte. Jetzt schauen wir mal, welche haben wir denn. Wir haben immer noch verschlüsselte Codex-Daten und dann das psionische Tor. Okay, also das ist natürlich Nummer 1. Was brauchen wir da so viel? 10 Elerium-Christiane. Die haben wir doch. Die hätten wir. Nein, 8 haben wir noch. Okay. Also hier geht es dann später weiter. Aber jetzt machen wir natürlich erstmal die Forschung fertig für das Sniper-Gewehr. Da zieht uns erstmal die 4 Punkte ab vom Avatar-Projekt. Die Aliens wollten eindeutig verhindern, dass dieses Artefakt gefunden wird, Commander. Sein Verlust ist zweifellos ein schwerer Schlag für ihre Bemühungen. Commander, unsere Fernaufklärung zeigt ein UFO, das uns auf den Fersen ist. Wir müssen unsere Flugrouten mit Bedacht wählen. Oh oh. Ein UFO ist unterwegs. Okay, das heißt... Verteidigungsmatrix verbessern. Das können wir nicht mehr machen, weil wir nicht mehr genug Energie haben. Moment, das heißt dann Energierelais verbessern. Und zwar erstmal mit dem billigen. Energierelais verbessert. Gut. Da können wir jetzt auch den letzten Ingenieur reinsetzen, die Brittany, die nichts zu tun hat. Und jetzt können wir da unten die Vierfachgeschütze uns kaufen. Verteidigungseinrichtung verbessert. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt sind wir set. Und wir können jetzt einfach mal weitermachen. Was haben wir denn alles? Wo können wir denn irgendwas machen? Hier haben wir noch Alien-Legierungen gehabt. Genau, und ich glaube, das war auch alles, was sonst übrig war. Ja, dann schauen wir zu den Alien-Legierungen. Und da ist das UFO. Habt ihr es gesehen? Auf der linken Seite. Hier sieht man das UFO, wie es fliegt. Das wird uns auch, ich denke, in 1-2 Missionen werden wir die UFO-Mission, die UFO-Defense-Mission haben. Oder die Avenger-Defense-Mission, wie sie ja hier quasi heißt. Aber davor haben wir auf jeden Fall einen neuen Gorilla-Einsatz. Und zwar können wir einen Wissenschaftler gewinnen mit sehr schwer. Interessiert uns gar nicht. Hier können wir Vorräte gewinnen mit schwer. Fährt man schon viel besser und Hacke die Workstation ist auch gut. Und auch das düstere Ereignis, das wir verhindern können, nämlich Informant, ist sehr gut. Da wird nämlich der Vergeltungsschlag um 2 Wochen lang verkürzt, falls es eintritt. Das gefällt mir super.
Und was haben wir hier? Ein Ingenieur, den wir überhaupt nicht brauchen. Also Neu-Mexiko wird es sein. Operation Vergifteter Schein. Und die Gegner sind auch okay. Sind auch okay. Das ist wirklich nicht schwierig. Die machen wir nächste Folge. Diese Folge war der Angriff auf die Codex-Hirn-Koordinaten. War sehr erfolgreich. Wir sind da ziemlich smooth durchgekommen. Und mir hat es gefallen. Sollte es euch gefallen haben, dann lasst doch bitte ein Like da oder abonniert. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge und bis dahin, keep on rockin'!